zu einem neuen Video von Lacking Lol. Ich habe mir überlegt, welche Karte kann ich flüssig spielen, beziehungsweise wir fahren auf Neuendorf, eine uralte Karte, die ich mal gekauft habe, einfach nur weil ich Bock hatte, oder beziehungsweise weil ich dachte, dass ich nur einen Bus kaufe. So, wir fangen mal ganz am Anfang an, die Linie 301 mit einem Citaro Ü Euro 5. Es gibt auch nur ein Euro 6 davon. Wir können ja mal den Linksblinker einsetzen. Und wir können ja mal die Leute reinlassen. Wir können uns ja das ganze Gepiepel anhören. Guten Tag. Das Problem ist halt, ich konnte mich nicht anmelden, deshalb müssen wir auf Ansagen verzichten. So ist das halt nun mal. So, das wird jetzt ein Riesenspaß. Wir können uns an der roten Ampel noch was zurecht modden, obwohl ich stark bezweifle. Hier Überlandfront, klar. Kleines. Dann das da, ein großes, das ist dann mit diesem großen Bildschirm. Diese kleine, große Klima natürlich. Bigger-Assistent können wir nicht einstellen, neue alte Decke, also können wir relativ wenig bei diesem Modell einstellen. So, Beleuchtung ist aktiv, es ist immer noch rot. Und dann können wir die Heizung hier anmachen. Schon. Hallo. So, jetzt. Ich brauche mal kurz. Falsche Taste. Oh, es ist grün, es ist grün. Ach, Mann. Oh, man merkt hier die ganze Zeit dieses Rutschen hier. Wir müssen verflucht vorsichtig fahren. Wie gesagt, wir schauen uns alle Modelle an und Link war im letzten Video. Ich verlinke das jetzt nicht nochmal. Das ist mir zu mühsam. So, was ich jetzt machen heute ist... So, hier, Dackelarm, ich brauche noch ein bisschen. Warte, vielleicht so. Ich hoffe, die Heizung ist jetzt an. Ganz vorsichtig anfahren. Ich kenne ja, da kriegen wir wieder durchdrehende Räder. Oh Gott, hier. Ich merke schon, das wird nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir fahren ja im Schnee, wie es sich im Winter gehört, obwohl es immer seltener passiert, der Schnee. Nächstens fahre ich wieder Auto. Boah, boah, fällt der Scheiße. Das ist schlecht. Oi. Sehr, sehr schick hier. Guten Tag. Gibt Stoff, obwohl das echt
Also sind wir auf jeder Textur, aber gut. Gott. Ich glaube, bis 20.000 kann er drehen, aber dann geht das nicht mehr. Nein, ich werde Onsi nur wegen dieser ätzenden Textur nicht neu installieren. Hallo. Also sehr, sehr schick damit. Sehr, sehr schick. Jetzt geht's wieder, das Flackern ist weg. Ganz vorsichtig. Jetzt ist es wieder da. Irgendwie so, ich gebe mir Mühe. Also ignoriert das Flackern einfach. Ich weiß, es nervt ein bisschen. Aber oh, wir haben falsch abgebogen. Eigentlich müssten wir dorthin, weil das so abgedreht ist. So, die lassen wir alle durch. Weil das ist die einzig performancefreundliche Karte. Ist auch durch den Autos hier sehr, sehr performancefreundlich. Boah, was ist denn das jetzt hier? Na, sind wir heute wieder Michael Schumacher, ja? Die fahren aber schlecht. Schlecht. Ihr merkt, das ist immer nur bis zu dieser Textur. Hallo. Nee, oder? Hallo. Jetzt hat das Flackern aufgehört. Das ist nur ganz leicht. Was ist, wenn ich das Licht ausmache? Ja, da ist es immer noch so. Auf jeden Fall sehr schön mit dem Abstand. Kann es sein, dass es passiert, wenn ich den Blinker einsetze? Oder nicht? Oder wenn ich die Textur befahre, beziehungsweise die Straße. Hier treffen wir uns mit dem 311er und die Linie scheint wohl wirklich nicht sehr lang zu sein. Und jetzt fliegt wieder die Flagge. Ich sag doch, und sie mag mich heute nicht ganz besonders. Ach, da kommen wir noch rüber. Komm, hätte ich noch rüberfahren können.
ich hoffe, ihr seht nicht das Flackern. Aber ich nehme an, ihr seht es. Und ich hoffe, es stört euch. Boah, fällt der Scheiße. Nicht. So, sehe ich jemand raus? Aus hier. Hallo? Geht zu. Verdammt, ich wurde von einem Unfall. Ah, jetzt habe ich das komplett vergeigt. So, weiter geht's. So, also dieses Flackern, das nervt mich echt. So. Da kommt unser Kollege. Wir haben den neuesten, wir haben High-End. Guck mal, die fahren noch mit so einem alten Panzer. Hochmodernen Bus. So. Dann pausiere ich kurz mal und bis gleich. So, es geht weiter. Ich habe jetzt fein gefuttert und wir haben wieder dieses Flackern, was mir tierisch auf die Nerven geht, aber man muss sich halt dran gewöhnen. So. Es gab fein so wieder durchdrehende Räder. Es gab Moussaka, die das kennen. Und Apfelsaft. So, jetzt geht es aber nicht um das Essen, sondern um den Bus. Eigentlich wäre es klüger, den Bus hier von hinten aufzunehmen, weil das ist eigentlich das Markanteste hier. So, ein paar Screenshots. So, müssen wir nach vorne? Ich hoffe mal schon. Ja, steht hier nichts. Also, ab nach vorne. Der fährt ja, Leute, das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen, oder? Genau, Mann. Ich darf mich daran erinnern, dass ich keinen Führerschein habe, obwohl ich mit in einem Jahr den Führerschein machen kann. Jetzt bin ich 16, mit 17 darf man ihn ja schon machen. Irgendwie mag ich den Euro 5 jetzt. Also, das, die Rücklichter gefallen mir irgendwie das Euro 5. So. Ich hätte jetzt erwartet, dass Manfred wieder eine meckern wird. So. Obwohl, ich weiß nicht, wer dem Typen hier, ja genau dem da, den Namen Manfred gegeben hat. Wer war da? Vor allem warum? Ich kann wenigstens nicht, dass es zu kalt ist.
Ich hätte hier lieber einen Gelenkbus nehmen sollen. Was meint ihr? Also, ja. Die meisten stehen halt. Hier gibt es unglaublich viele Sitzplätze. Könnt euch ruhig hinsetzen. Aber ich hätte hier lieber einen Gelenkbus nehmen sollen. Aber einen Gelenkbus im Schnee. Man weiß ja nicht. Ich bin zuerst. Obwohl rechts vor links. Der ist links, das heißt, ich bin rechts, das heißt, ja. Das ganze Geflacker macht mich wahnsinnig. Aber gut. Der Bus flackert wenigstens nicht. So, jetzt hat sich das wieder eingetreten. Warum auch nicht? Sehr schön, ich kann sehr gut sagen mit diesem Spiegel. Hallo. Ich guck mal bei der nächsten Haltestelle, mal wie die Strecke ist hier. Noch schnell rüber, aber der sicherheitshalber immer abbremsen. Hier. So, die lassen wir schön brav raus und dann hätte ich gerne das hier. Ich würde erst ein bisschen Südmarkt als die Haltestelle. 5 Stationen noch. Okay, hier merkt man schon, da wird ziemlich dreckig jetzt. Seht ihr es? Das Weiß ist nicht mehr so weiß, wie es weiß sein sollte. Vielleicht werde ich noch am Ende mal ein Foto machen, wo er komplett dreckig ist. Irgendwie so schick hier. Also ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das Heck. Ich mag das Euro 6 Heck und das Euro 5 Heck.
Starker Schneefall. Schmuddelwetter, sommerlich, eiskalt. Machen wir mal jetzt starker Schneefall. Um dann... Jetzt hat sich halt das Wetter geändert. Ganz vorsichtig, ganz schnell weit. Ist es voller jetzt? Mach jetzt mal den Scheibenwischer volle Kanne. Hallo. Guten Tag. Erklär mir. Ach so, der parkt dort. Ich dachte schon. So, den Schiefen. Oh, pausieren, damit ich weiß. Oh, ich hätte hier abbiegen sollen. Das wird jetzt interessant. Ich muss mal kurz die Ampel flach legen. Genau. So, aber hier hin dreht. So. Ich hätte nämlich hier abbiegen sollen. Und ich habe es verpennt. Nächstes fahre ich wieder schlecht. Auto. Gott, oh Gott. Bin mir sicher, dass der Motor irgendwann abwirkt. Richtig Scheibenwischer. Ein bisschen langsamer. Ein bisschen noch langsamer. Ja, das ist mir. Langsamer geht's nicht, es geht nur so oder. Hallo. Ich will da jetzt noch rüber. Koste, was es wolle. Komm, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Ja, so. Sorry, tut mir leid. Ich muss hier mal kurz Dings durch. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt richtig abgebogen bin. Ich glaube, ich bin viel zu verpennt. Doch geradeaus. Gut. Komm schon. Lass mich raten, der ist hier jetzt durch den Berufer. Können Sie nicht vorsichtiger fahren? Sie fahren aber schlecht. Aber fahren Sie mal vernünftig hier. Dann können Sie mich mal anständig fahren. Erste Stunde Fahrschule ist ja nichts dagegen, ne? Wir sind an der Endhaltestelle angekommen. Da könnt ihr eh alle raus. Juckt mich nicht. Dann ist hier bei der 301 Station. Bremst. Ja, okay, bremsen. Ich kann jetzt mal ein Foto machen vom Bus. Der sieht eigentlich schon ziemlich mitgenommen aus. So. Foto mit F12. Und wir können die Leute rauslassen. Und dann endet er hier und ich würde sagen, ja, ein bisschen zu spät geht. Ich hoffe,
dieses Video hat euch gefallen. Wir fahren noch die Linie 301, aber im nächsten Video. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert mich. Tschüss. Lake him lol.